Moin moin, meine Lieben, hallo und herzlich willkommen zu Planet Zoo. Unser Zoo-Simulator par excellence. Planet Zoo bietet allen Leuten, die gerne etwas bauen, eine schiere, unglaubliche Menge an Baumöglichkeiten, Designmöglichkeiten und. Ähnlich wie Planet Coaster, welches ebenfalls von Frontiers, dem Entwickler. Gut, ja, ich warte derzeit noch darauf, dass unser Tierpfleger sich jetzt langsam auf den Weg macht und geht zum Gehege. Ich hoffe mal, er... hat vor, hier Essen herzubringen. Das wäre super. Und sonst muss ich ihm mal seinen Arbeitsbereich einstellen. Das ist der Bongo-Arbeitsbereich. Ja, da wird schon einer noch Futter bringen gleich. Verlässt das Gehege. Läuft herum. Hoffen wir darauf, dass bald Futter geliefert wird. Wäre nicht schlecht. Okay, nächster Bereich. Nächster Punkt. Weiß nicht, ob die sich jetzt hier vermehren. Es ist Alpha-Tier. Vielleicht können wir sogar noch einen weiteren Bongo bestellen. Haben wir noch einen Bongo? Da. Noch ein Weibchen. Fruchtbarkeit ganz schlecht. Fruchtbarkeit sehr gut. Na gut, komm her. Eins mehr. Ein Weibchen mehr. Man kann hier diese ganzen Bereiche natürlich noch viel hübscher gestalten. Wenn wir unsere Filter korrekt einstellen, können wir natürlich hier auch immer auf die richtigen zurückgreifen. Kurz, Konzentration. Ich hoffe, dass jetzt hier gleich mal Futter gebracht wird. Das ist nämlich immer noch so ein kleiner Bug. Oh, Kämpfe um Alpha-Status? Nein, ich habe ein anderes Männlein geholt. Das hatte ich nicht vor. Echt? Ich habe ein Männchen geholt? Wie absolut ungewollt. Ich dachte, ich hätte die hier. Oh, ich habe mich verklickt. Na, was sagt ihr denn so? Der Zoo wirkt ziemlich klein. Ja, ist er auch, das stimmt. Ich hoffe, dass jetzt bald mal ein bisschen Futter für die Tierchen gebracht wird. So, was können wir hier denn... Ach ja, keine Sitzmöglichkeiten zurzeit, keine Toiletten zurzeit. Das ist alles noch nicht so gut. Das müssen wir noch ausbauen. Das ist noch auf jeden Fall ausbaufähig. Mir ist wichtig, dass immer auf der Rückseite dann ein paar Bänke sind. Dafür werde ich den Weg mal hier jetzt kurz erweitern. Ihr seht, im Moment ist das noch alles sehr plattes Land, außer jetzt in diesem Gehege. Da haben wir auch ein bisschen Erhöhungen. Wir wollen natürlich nicht, dass der Essen rübergeworfen wird.
Nicht füttern, bitte. Okay. Gucken, wann sie sich vermehren. So, kann es jetzt sein, dass endlich einer von euch Bock hat, Essen vorzubereiten? Ja. Schauen wir doch mal zu. Kann ich den eigentlich umbenennen? Ja, kann ich. Wer von euch will im Zoo dabei sein? Schreibt es in die Kommentare. Das ist unglaublich detailliert, das Spiel. Wirklich sehr detailliert. Er bereitet hier jetzt gerade das Essen zu. Das wird nicht besonders viel sein. Das meiste davon wird Essen sein für, ja, weiß ich, Gras oder so. Ja, hat er fertig gemacht. Und raus geht's. Und ab zum Gehege. Na, wer ist denn jetzt hier das Alpha-Tier? Er ist das Alpha-Tier. Er hat den Kampf gewonnen. Vielleicht haben wir bald ein kleines Baby. Und hier gibt es jetzt das erste Mal Essen für die Bongos. Habt ihr denn Hunger? Alle wollen. Sehr schön. Alle futtern. Klasse. Ja, dann können wir jetzt ein bisschen Geld machen, ne? Durch zum Beispiel, sagen wir mal, ein weiteres Gebäude für Essen. Also nehmen wir ein Essensgebäude. Dann geht's hier. Oh, wir haben eine Veterinärforschung fertig. Moment. Ah, drei Gegenstände für das Bongo freigeschaltet. Danach gucken wir mal, dass wir vielleicht ein bisschen was gegen die Krankheiten tun, dass die Bongos nicht sich infizieren mit irgendwas. Aber jetzt gucken wir erstmal, was kann ich euch denn hier so Schönes hinstellen. Oh, ein Futterballspender. Das finde ich gut. Könnt ihr vielleicht ein bisschen Spaß haben, euch ablenken. 25% Lebensqualität haben sie schon mal. Nur Beschäftigung ist noch nicht so, aber Futtervariationen haben sie dadurch mehr. Und was sagt ihr so? Das Tier sieht aus, als wäre es am Verdursten. Was? Ich denke, trinken kann schon von alleine, oder? So. Okay. Hier gibt es dann gleich Getränke. Kann schon ein bisschen Getränke verkaufen, während ich dich hübsch mache. Das kennen wir ja auch schon. Nee, das ist das falsche Dach. Ah, hier guckt wieder ein Pfleger vorbei, ob alles okay ist. Und räumt ein bisschen die Kacke auf. Ich denke, bis jetzt geht's allen gut, oder? Kämpfe um den Alpha-Status. Ja, das hatten wir ja schon. Aber okay, wir haben Fehler gemacht, wir haben ein männliches Bongo dazugeholt, das kommt nicht mehr vor. Wir werden bald, denke ich, da mal dafür sorgen, dass wir eins verkaufen. Habe ich das hier versteckt? Gar nicht. Okay. Da hatte ich jetzt diese hübschen Holzbalken genommen, ne? Ja, das kriegen wir auch hier hin.
So, jetzt haben wir hier diese Dächer. Und haben das gleiche auch nochmal mit diesen grauen. Gut. Soweit kann ich das durchgehen lassen. Wir werden jetzt noch mit ein bisschen Verhübschung, ein bisschen die... Ach ja, hier. Außenklimaanlage. Ein bisschen angenehm sollten wir das schon gestalten. Für die Leute da drin. Dann wieder rote Fehlermeldungen. Quarantäne fährt und Werkstatt fehlt. Wir haben immer noch die Kämpfe um den Alpha-Status. So, dich lagern wir wieder ein. Keiner möchte was zu trinken holen. Noch nicht. Wo habe ich denn jetzt nochmal hier diese Verzierung gehabt? Wo finde ich dich? Da. Ich glaube, es gibt kein Schild für irgendwas zu trinken, oder? Doch, hier, Chief Beef, nein. Da. Ach, das ist so eins zum Hinstellen. Dann lassen wir es so. Da machen wir noch keinen Infobildschirm hin. Oh ja, und der Mitarbeiter hier ist mal gerade weg. Es ist 18 Grad, es ist Nacht. Die Leute gucken sich hier weiterhin die Bongos an. Und wir verzieren den Boden rund um unsere neue kleine Hütte. So. Na, das ist doch echt schön geworden. Jetzt muss es nur noch ein bisschen, ja, heller sein.
dann was zu trinken, was zu essen und ein Gehege. Geldmäßig, ja, müssen wir gucken. Was ist hier das Problem? Forschung? Die Veterinärforschung ist wieder abgeschlossen. Dann angucken. Weitere Gegenstände für unsere Bongos. Erforsche sie weiter. Oh ja, ein Greifball. Oh, die Lebensqualität ist drastisch gestiegen durch den Ball. Und was sagt ihr so? Ich mache jetzt mal auf die Suche nach diesen Tieren. Ja, gibt es ja nur die im Moment noch. Okay, nächstes Ding. Nächster Laden. Wieso kaufen die Leute nichts zu trinken? Was ist das Problem hier? Fände ich schon schön, wenn hier jemand mal was zu trinken kaufen würde, damit ich mal sehe, dass sich das rentiert, was ich hier gesetzt habe. Aber anscheinend hat gerade niemand Durst. Könnte zumindest so sein, dass niemand Durst hat. Bei dem Infostand, da sammeln die sich gut die Sachen zusammen. Oh, der hat den Greifball im Maul. Was denn damit? Übergeben. Okay. Dann wählen anders. Ah, eine Traube sammelt sich und... Infopoint ist echt überfüllt. Na gut, vielleicht werden ja später noch Getränke verkauft. Neues Gehege. Neues Gehege, denn wir machen zurzeit Plus. Und zwar möchte ich hier ein weiteres Gehege haben. Welche Tiere setzen wir daneben? Also da möchte ich hier Einsicht haben und hier kommt eine Wand hin. Das wird ein bisschen größer. Okay, Barriere. Dann gucken wir doch erstmal, was für Tiere wir überhaupt haben wollen. Wir könnten auf die gegenüber... Wir haben hier die Bongos und auf die gegenüberliegenden Seiten könnten wir... Oh, wir könnten hier die chinesischen Schuppentiere anbringen. Oder ein Erdferkel, auch wie süß. Oder ein Gabelbock, männlich-weiblich. Könnten wir versuchen zu züchten. Oh, Pandas, die sind teuer. Oh, Verzeichnis ist abgelaufen. Oh, schade, den kriege ich nicht mehr. Hier sind ausgezeichnete... Tiere. Die sind von der Qualität her besser. Man kann nämlich seine Tiere online stellen, aber nicht in diesem Modus, sondern nur im Franchise-Modus. Ich finde, es würde passen, wenn auf der einen Seite die Bongos sind, auf der anderen Seite zum Beispiel die Spießbock. Zwei Spießböcke. Eins, zwei, drei, vier.
Na, ein bisschen noch. So. Dann haben wir auf beiden Seiten gut Besucher gleich. Freue ich mich drauf. Cool. Okay, ab mit den Tieren da rein, damit ich auch weiß, wie ich mit euch umgehen muss. Muss ja nicht ganz mega passend sein. Ich kann die eh nicht mehr so einfach versetzen. Und das ist ja wie gesagt auch nicht schlimm. So. Okay, jetzt können wir die Tiere da reinsetzen. Oh, sie werden wieder gefüttert. Das freut mich. Gibt es denn hier schon irgendwie vielleicht mal ein kleines? Habt ihr euch mal vermehrt? Nee, ne? Ist hier irgendjemand vielleicht trächtig? Nachwuchs erwartet am Juni im dritten Jahr. März, Juni. Nächsten Monat gibt es Nachwuchs. Und hier im August. Oh, sie kriegt bald ein Kind. Und die Spießböcke sind... Oh ja, ihr seht cool aus. Alles klar. Und stopp. Haha. Ja, einmal zeigen. Und euch wollen wir natürlich ein schönes Gehege bauen. So, was kann ich für euch tun? Ihr hättet gerne einfach mehr Sand. Okay. So. Okay. Was wollen Sie noch gerne? Sie hätten gerne Wüste. Die kommen aus der Wüste, diese Tiere. Das finde ich cool. Das ist schön. Das gefällt mir. Wüste Afrika. Kontinent. Afrikanisch. Biom. Wüste. Ich glaube, vier Pflanzen wollen die gar nicht. Das sieht schick aus.
So. Das ist deren Vegetation. Mehr kriegen die nicht. Aber sie kriegen jetzt auch ihren Unterstand, denn wir haben uns ja erstmal überlegt, wir lassen es erstmal so, wie die das hier auch vorschlagen. Das ist 8x8x4. Das ist ein bisschen flacher. Wisst ihr was? Kommt hier hinten hin. Das alles erfüllt, außer die Lebensqualität, weil sie nicht zu spielen haben. Ja. Und jetzt geht's wieder Info. Also einmal darf man hier auch nichts füttern. Falls jemand auf diese coole Idee kommt. Und dann gibt's hier den Punkt mit Info. Aus Spießbock-Werbung. Kein Strom. Ah, wir sind ja außerhalb des Strombereichs. Dann erstmal abreißen. So. Noch eine hübsche Spendenbox. Okay, den schauen wir uns natürlich jetzt auch nochmal etwas genauer an. Oh, meine Lieben, diesem Bild auf unseren Spießbock bedanke ich mich natürlich bei euch. Da werden wir als nächstes die Forschung beginnen, damit wir da auch Spielsachen für haben. Und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und tschüss.